Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es von mir eine Deichmann-Haul. Und zwar war ich heute und die letzten Tage bei Deichmann, habe ein paar Schuhe eingekauft und ich wollte unbedingt eigentlich einen Stiefel haben. Aber ich habe mir anstatt einen Stiefel mehrere Sachen gekauft, also von Deichmann mehrere Schuhe. Und ich hatte die Zeit nicht leider für euch ein Video zu drehen, deswegen habe ich mir gedacht, heute ist es soweit, obwohl wir jetzt ein bisschen zu spät haben. Also es ist schon gleich, wir haben schon Abend, aber irgendwie muss ich das ja hinkriegen, sonst muss ich das die ganze Zeit diese Video dann drehen, verschieben und so weiter. Ich will jetzt nicht so lange reden und wir legen jetzt direkt mal los. Und zwar fangen wir hier mit diesem Handschuh für meinen Sohn. Ich fand den ganz süß. Der hat, glaube ich, 12,90 Euro oder 95 irgendwas mit ca. 13 Euro. Die fand ich ganz schön hier für zu Hause. Er hat die jetzt ein paar Mal angezogen, also ich denke mal seit 3 Tagen ungefähr. Und die sind wirklich ganz süß, hier mit dem Tränchen. Die Farbe finde ich auch ganz cool, deswegen habe ich ihn direkt mitgenommen. Dann habe ich mir noch hier eine schöne Stiefel, ich wollte so eine schöne Stiefel haben. Dann habe ich mir diesen hier gekauft, ich zeige euch mal, so ein. Der ist ein bisschen bis zum Knie, so unterm Knie, und den Absatz hier finde ich auch ganz schön. So sieht das von vorne aus und von der Seite so von innen mit Reißverschluss. Also ich wollte unbedingt so eins haben, aber ich habe mir jetzt mehrere gekauft. Diese Stiefel hier hat, ich guck mal eben, 39,90 gekostet. Dann habe ich mir noch mal was gekauft, und zwar diesen hier. Den fand ich ganz schön. Hier mit dem Fell, ist auf jeden Fall kein echtes Fell, aber hier hinten auch. Die sind ganz schön. Hier auch mit dem silbernen Linie hier. Ich weiß nicht, wie man das ganz genau nennt, aber auf jeden Fall fand ich die ganz schön. Reißverschluss hier von innen, also kann man auf und zu. Und hier hinten, das ist jetzt nur einfach so, dieses kann man dann zumachen, aber so von Größe her, ob das jetzt enger oder locker wird, das hat damit nichts zu tun. Es ist einfach nur so von Aussehen her. Den hier habe ich, für den hier, glaube ich, irgendwas mit, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich guck mal eben, irgendwas mit 30 oder 40 Euro. Ich weiß jetzt nicht, hier ist ein Kassenbon, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Linie hier ist. Ich guck mal eben, ich denke mal irgendwas mit 30 Euro, das sollte dieses hier auf jeden Fall sein. 31,40 Euro, weil da gab es ja irgendwie einen Rabatt oder so. So, ich will jetzt nicht da lange Zeit verbringen. Dann habe ich mir, jetzt habe ich 2 verschiedene rausgeholt. Ich nehme einzeln raus. Diesen hier, den fand ich auch ganz schön. Ich nehme nicht so, ich ziehe nicht so gerne sowas noch, ist also für einen normalen Tag, wenn ich jetzt abends was rausgehe oder was trinken gehe, dann ziehe ich etwas höher, aber am normalen Tag flach oder sowas einfach. Hier, das fand ich auch ganz schön, weil das hier irgendwie so Gummi ist, und hier dieses ganze silberne, so ein Grau, Silber ist das, und von innen ist das so ein Reißverschluss. Ich liebe das, das ist auch ganz einfach, wenn man jetzt eilig hat oder morgens zur Arbeit muss, und die sind auch wirklich bequem. Ich habe die jetzt einmal angezogen auf der Arbeit. Ich stand mal ein paar Stunden und es war alles gut. Also muss ich wirklich sagen, die sind super. Die haben, glaube ich, irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, ich habe hier den Kassenbon nicht drin. Ich gucke mal eben. Vielleicht. Oh doch, aber. Nee, das ist jetzt was anderes von anderen Laden. Ich denke mal, irgendwas mit 30 Euro kosten die. Dann wollte ich unbedingt eine flache, also noch ein bisschen flacher. Dann habe ich die hier entdeckt. Ich fand die auch ganz schön, weil die so. Ich weiß jetzt nicht, so schwarz, das ist so, wenn man jetzt so ein bisschen das glänzt irgendwie. Das sind so Strasssteine, aber dunkle Strasssteine, das sieht man, glaube ich, deutlich. Und vom Stoff her ist das auch ein bisschen anders. Das andere ist Leder, aber klar, kein echtes Leder. Und ist auch mit Reißverschluss. Ich liebe Reißverschlussschuhe, das geht so einfach. Und ist auch nicht so hoch und man fühlt sich auch. Also ich habe den anprobiert im Laden, also im Deichmann. Ich fand den voll schön bequem, ob ich keinen Schuh an. Also hat sich so gefühlt, so ob man barfuß läuft oder so. Die sind wirklich echt bequem. Ich habe mir direkt 2 Stück von denen und von denen, einmal für mich und einmal für meine Mama.
mitgenommen und sie fand die auch ganz schön und die haben, glaube ich, auch 30 Euro gekostet. Also da kann man auch nichts sagen. Ich fand die auch ganz gut. Und hier hinten ist noch was, so wenn man die anzieht, dass man die wahrscheinlich so hochzieht. Das ist auch einfacher. Ja, das war, meine Lieben, mein Einkauf von Deichmann. Sie hat nicht so viel, also wie gesagt, jetzt so 3, 4, 5 Stiefeln ungefähr, kein Plan. Ich bin voll zufrieden mit diesen Schuhen. Ich habe schon eine angezogen, den zweiten weiß ich schon, das war richtig bequem beim Anprobieren. Und mit dem anderen weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr euch gerne, wenn ihr gerne auch mal reinschauen möchtet, dann geht mal, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Es sind so schöne Modelle da im Deichmann. Ich wusste wirklich nicht mehr, ich stand da, glaube ich, eine Stunde anprobieren und testen, wie man sich damit fühlt, zu eng, zu breit, zu groß, weil es ist immer unterschiedlich. Vom Schuh her, von vorne und von hinten. Manchmal sind sie auch ein bisschen schmal oder zu eng und man braucht ja die passende Größe und man läuft ja damit. Man muss ja auch ein bisschen sich wohlfühlen mit dem Schuh. Auf jeden Fall, ich bin voll zufrieden mit diesen Schuhen und dem Stiefel. Müsst ihr einmal reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich gerne für einen Daumen und für ein Abo freuen. Ihr könnt mich gerne auf Instagram und Facebook folgen. Und ich sag mal dann bis zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Bye-bye.